Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Sandfilteranlage entlüften und somit auch die Luft aus der Poolpumpe richtig entfernen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Sandfilteranlage habe ich in einem anderen Video schon einmal richtig in Betrieb genommen und wenn sich da jetzt aber trotzdem noch irgendwie Luft im System drin befindet, dann funktioniert unsere Pumpe entweder nicht mehr richtig oder sie muss sich einfach wirklich sehr quälen und somit auch natürlich mehr Strom verbrauchen. Und deswegen gehen wir mal Schritt für Schritt durch, wie wir die Luft aus dem System wieder rausbekommen. Und der erste Schritt ist natürlich, dass unsere Pumpe auf jeden Fall mal ausgeschaltet sein sollte. Danach würde ich schauen, dass wir größere Lufteinschlüsse aus unseren Poolschläuchen auch auf jeden Fall rausbekommen. Deswegen diese einfach mal langsam aber sicher von der Pumpe hin schön nach oben anheben. Da die Luft natürlich im Wasser auch nach oben steigt, bedeutet, wir haben hier oben jetzt unsere Luftblase und das machen wir jetzt einfach noch so lange weiter, bis wir bei unserem Poolanschluss angelangt sind und dann sollte nämlich auch schon die gröbste Luft in unseren Pool zurückkommen. Dasselbe Spiel natürlich beim anderen Schlauch auch. Unsere Schläuche passen erst einmal und jetzt schauen wir noch unseren Vorfilter etwas genauer an. Hier haben wir nämlich auch noch eine relativ große Verschraubung oben, die ich jetzt einfach mal vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn lösen kann, sodass die Luft nach oben auch schon entweicht. Normalerweise zischt das dann auch etwas und wenn wirklich nur noch Wasser rauskommt, dann einfach die Verschraubung wieder im Uhrzeigersinn ordentlich verschließen. Je nach Modell kann es übrigens auch sein, dass sich hier oben so ein kleines Entlüftungsventil befindet, das einfach gegen den Uhrzeigersinn öffnen und natürlich auch im Uhrzeigersinn wieder schließen. Wie bereits erwähnt, steigt unsere Luft ja nach oben, weswegen wir gerne auch einmal diese Verschraubung etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen können, sodass die Luft hier entweichen kann und sobald nur noch Wasser rauskommt, wie in meinem Fall, dann einfach wieder im Uhrzeigersinn schließen. Dasselbe können wir natürlich auch bei allen anderen Verschraubungen genauso machen. Das Gröbste sollte aus unserem System auf jeden Fall schon draußen sein, um aber auch noch die feinen Luftbläschen zu erwischen, sollten wir mal unsere Anlage auf ganz normales Filtern stellen. Bei mir schaut das aus wie dieser kleine Play-Button und dann die Pumpe einfach einmal einschalten. So blöd es klingt, ist die beste Methode, jetzt einfach mal noch im eingeschalteten Zustand an den ganzen Poolschläuchen ordentlich zu wackeln. Dann sollte nämlich auch nochmal die ganze Luft mit in den Pool geleitet werden und dasselbe Spiel können wir übrigens auch mit Gefühl noch an unserem Kessel machen. Hier zum Beispiel einfach mal leicht von außen dagegen klopfen, dass sich auch hier noch leichte Lufteinschlüsse lösen. Meine Pumpe läuft auf jeden Fall schon etwas ruhiger und jetzt diese einfach einmal noch ausschalten, dann den Hebel auf Umwälzen bzw. auf Zirkulieren stellen. In meinem Fall ist das so ein Symbol mit zwei entgegengesetzten Pfeilen und die Pumpe wieder anschalten. Dadurch wird das Wasser nämlich nochmal durch unsere Sandfiltereinlage etwas anders gejagt als wie beim normalen Filtern. Zum Schluss unsere Pumpe wieder ganz normal ausschalten, den Hebel auf das normale Filtern stellen und wir können unsere Pumpe wieder anmachen. Und somit haben wir die Sandfilteranlage jetzt nämlich auch schon richtig entlüftet und falls es bei dir immer noch Schwierigkeiten geben sollte, dann kann es übrigens auch sein, dass zum Beispiel eine Verschraubung etwas undicht ist und dadurch Luft in das System reinkommt. Wenn du dir für zu Hause bzw. eine stärkere bzw. auch eine neue Sandfilteranlage zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.